Eugene, mach auf, ich bin's. Hey, Delson. Du verlässt das Clubhaus? Ja, ich bin bereit. Lassen wir es krachen, Mann. Nein, lass du's mal krachen. Ich bleib im Hintergrund. Was? Naja, getarnt. Ah ja, getarnt. Wenn wir diese Gegend von den Akulas zurückerobern wollen, müssen wir ihnen zeigen, wer hier die Hosen anhat. Sagt der Typ, der im Gebüsch kauert. Eine Gruppe von ihnen treibt sich an einer Baustelle hier in der Nähe rum. Okay, da fangen wir an. Wieso schickst du nicht deine Dämonen? Erledige sie mit einem dämonischen Knall. Na, wenn sie nicht in offenem Gelände sind, kommen meine Freunde nicht an sie heran. Weiß ja, Spannweite und so. Okay, verstehe. Also muss ich die Akulas nach draußen treiben, damit deine Dämonen freies Schussfeld haben. So wie ein Jagdhund, nur für Menschen. Nein. Du solltest so viele wie möglich erledigen. Meine Freunde haben gern neue Leute dabei. Okay, bin da. Okay, jetzt treib ein paar von ihnen rauf aufs Dach, wo ich dir helfen kann. Bereit, Mann. Ich warte auf dem Dach. Komm, den nehme ich dir ab. Besten Dank. Schon, dass das ein Kampf ist, oder? Ich glaube, das war's. Oh Mann, ich wünschte, ich
ich wäre da gewesen und hätte ihr Gesicht gesehen, als meine Freunde kamen. Was hindert dich daran? Ah, stimmt. Nichts. Hey, Delton, da ist irgendwas Großes im Gange. Ich habe hier ein Signal. Was für eins? Eugene, bist du da? Ja, sorry. Klingt, als würden die Akulas mit jemandem reden. Keine Ahnung, vielleicht das DOP? Mit der App, die ich dir geschickt habe, kannst du mithören. Was hältst du davon? Ja, wir haben genug Leute, um die Angriffe abzuwehren. Aber wer weiß, für wie lange noch? Mit dem Signal kannst du sie orten. Wir hören nicht auf, bevor der Job erledigt ist. Hört, hört. Keine Gefangenen. Was? Das Böse gehört bestraft. Bruder, du rennst bei mir offene Türen ein. Hey, Eugene, wir haben doch denselben Weg. Kann mich einer deiner Freunde mitnehmen? Göttliche Wesen? Das sind keine Taxis, Delton. Wow, Eugene, sieht aus, als mische sich das DUP ein. Perfekt. Terroristen haben uns entdeckt und erneut angegriffen. Zweimal waren... Ich glaube, ich helfe deinen Leuten im Kampf gegen die DUPs. Nein! Folge weiter dem Signal. Erledige die Akulas. Ich habe meinem Lakaien die DOPs als Belohnung für ihre Leistung versprochen. Смотри, кто там лежит. Слишком так полон!
Ich fühle mich. Ich glaube, ich bin fast da, Eugene. Werden mir deine Freunde zur Hand gehen oder zur Kralle oder so? Wir kämpfen gemeinsam, Dennis. Komm, das war's. Bis der letzte Akula und die OP-Verräter fällt. Oh, Miss Tapsi, Danny Park, Akulas und Dupies. Ich hatte gehofft, dass sie das tun. Es beunruhigt. Okay, Eugene, fehlen nur noch deine Freunde. Müssten jeden Moment da sein. Sie mussten nur ein paar Sachen abholen. Und jetzt liefern sie sie ab. Also für einen Typen, der sein Gesicht nicht zeigt, hast du einen echt schrägen Humor. Legt euch nicht mit mir und meinen Dämonen an. Das sind meine Dämonen. Hey, ich bin bei Ihnen.
Das habe ich gespürt. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich brauche Sichtkontakt. Eugene, hast du noch ein paar Dämonen für mich? Ja, könnte aber eine Weile dauern. Ich hab keine Weile. Die ich hier habe, sind gleich aufgebraucht. Nein, das darf nicht sein. Lass mich jetzt nicht hängen, Mann. Ich kann das nicht mehr. Eugene, bleib bei mir. Eugene, komm schon, Mann. Du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen. Eugene, sag bitte, dass du das bist. Jetzt werdet ihr den Zorn des Himmelsfeuers spüren. Oh, so ein Zorn habt ihr noch nie erlebt. Okay, Teenager, ich hab sie für dich weichgeklopft. Hey, Eugene, wenn das hier vorbei ist, zeigst du mir dann, wie das geht? Du bist unwürdig! Hey, du bist echt ein Sack, wenn du zu mir gehst. Weißt du das? Ja, recht hat er. Schon witzig, wie ein kleines wahlloses Gemetzel die Welt gleich viel besser aussehen lässt, was? Hey, dafür habe ich mir auch richtig Mühe gegeben. Und deswegen habe ich meine Ehrenrunde verdient. Also, wo sind deine Freunde? Abgang. Johnson, bist du bei einem Fernseher? Seit Eugene bemühe ich mich darum. Die Nachrichten haben eine Explosion am Turm gemeldet und es dann wieder rufen. Such dir einen Aussichtspunkt und check die Lage. Thank you.
Wedge, hattest recht. Alles voll, aber niemand schießt. Jetzt verbannen sie die Polizei von Seattle aus dem Gebiet im Hafenviertel. Irgendwas soll wohl geheim bleiben. Na, das sehe ich mir mal an. Klingt, als hätten sie die Gruppe mit APCs eingedeckt. Bleib auf den Dächern. Du sagst dich zu viel. Hey, Reg, weißt du, wie toll die Aussicht von hier oben ist? Konzentration, Bruder. Für Sightseeing ist später Zeit. Überall Brandspuren. Sieht aus wie mein Werk. Also noch ein Rauchkonduit. Eigentlich logisch. Von allem gibt es mehr als einen. Ich hatte wohl mal auf etwas Neues gehofft. Zeig mir, was du mit Werk meinst. Wow. Also so sieht es aus, wenn du... Hab's mir nie so genau ansehen wollen. Was nützen Kräfte, wenn man sich zurückhält? Ich höre noch einen. Ein DUP-Helm. Funktioniert der noch? Reg, dieser Conduit? Die sagen, es ist dieser Hank. Was? Sagtest du nicht, sie hätte ihn in Salmon Bay erledigt? Hat sie auch. Dachte ich zumindest. Ich meine, ich hab's selbst gesehen. Er ist tot. Ganz sicher. Such weiter. Okay, Reg, ich geb's zu. Ich lag falsch. Behalte es. Verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Hey, Delson, du sollst mich doch anrufen, wenn du in Downtown für Chaos sorgst. Das bin ich nicht. Ich sehe hier jemanden, der jede Menge DUP-Helikopter ausräuchert. Du kannst das sehen? Wo steckst du? Auf einem Gebäudedach Ecke 12. und Union. Okay.
kümmert dich dieser Typ? Du hast doch die Rauchkraft. Weil ich glaube, das ist der Typ, der mit dir in dem Transporter war. Der, von dem ich meine Kräfte habe. Meinst du diesen verschwitzten Kerl, Hank? Ja, und wenn er aus Augustins Turm ausgebrochen ist, kann er mir vielleicht helfen, da reinzukommen. Komm doch mit und hilf mir. Nein, nein. Der Typ bringt nur Ärger. Ich bleibe einfach hier und genieße das Feuerwerk. Dawson, bitte pass auf dich auf. Ich traue diesem Kahlkopf nicht. Mach ich. Aber ich bin ja nicht gerade hilflos. Außerdem haben wir etwas gemeinsam. Wir beide hassen Augustin. Ja, viel Glück. Reg, ich sehe ihn. Er ist auf einem Dach in der Innenstadt und kämpft gegen Hubschrauber. Okay, hör mir zu. Die UPs dürfen ihn nicht kriegen. Schon gut, kapiert. Und sie dürfen ihn auch nicht töten. Und töte du ihn auch nicht. Aber lass ihn auch nicht entkommen. Ob ich mir das mal alles merken kann? Reg, ich bin auf dem Dach. Hank? Nicht hier. Hast du ihn verloren? Nein, ich hab ihn nicht. Ich halte bloß Abstand. Absichtlich? Er kann quasi fliegen, Mann. Ja, aber du doch auch. In 3 Sprachen. Junge! Reggie, ich hab ihn! Wenn der Kopf hier ist, bin ich weg! Jetzt gehört die Hubschrauber dir! Mann, Reg, du hast ihn verscheucht! Da, wir haben ihn! Mist, Reg, ich hab ihn verloren. Ja, aber ich nicht. Lantern District, die K-Market. In der Notrufzentrale herrscht Chaos. Anrufe liegen eines Minoterrorismus. Nur deine. Na egal. Ich hab ihn schon. Ich warne dich, Kleiner! Lass mich in Ruhe! Von wegen! Hank, du musst mir helfen! Das kannst du vergessen! Mach doch mal langsam! Ich will doch nur reden! Ich habe dir nichts zu sagen! Aus. Hank? Woher hast du diese Nummer, Mann? Telefonbuch. Ja,
Der Schlag von vorhin tut mir leid. Aber ich wusste, mit dir kann man nicht reden, bevor du dich beruhigst. Hast du dich beruhigt? Ich schwöre, Mann, wenn ich dich kriege... Ich rufe später nochmal an. Nein, 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 warte. Ich bin ruhig. Ist das sicher? Bis jetzt hast du mich nämlich bloß umhergehetzt, angebrüllt und mich ständig angegriffen. Ich werde Augustin erledigen. Aber dazu brauche ich deine Hilfe. Darauf würde ich mich glatt einlassen. Cool. Dann sollten wir... Warte. Das DUP macht sich hier breit. Irgendwas ist im Busch. Ich sehe mir das an und melde mich. Reggie, ich bin...